Die Obristin, durch diesen hartnäckigen Eigensinn, der alle Möglichkeiten der Aufklärung vernichtete, heimlich erbittert, beschloss ihren Plan jetzt gegen seinen Willen auszuführen. Sie nahm einen von den Jägern des Kommandanten und fuhr am nächstfolgenden Morgen, da ihr Gemahl noch im Bette lag, mit demselben nach V hinaus. Als sie am Tore des Landsitzes angekommen war, sagte ihr der Türsteher, dass niemand bei der Marquise vorgelassen würde. Frau von G. antwortete, dass sie von dieser Maßregel unterrichtet wäre, dass er aber gleichwohl nur gehen und die Obristin von G. bei ihr anmelden möchte. Worauf dieser versetzte, dass dies zu nichts helfen würde, indem die Frau Marquise keinen Menschen auf der Welt spräche. Frau von G. antwortete, dass sie von ihr gesprochen wären würde, indem sie ihre Mutter wäre, und dass er nur nicht länger säumen und sein Geschäft verrichten möchte. Kaum aber war noch der Türsteher zu diesem, wie er meinte, gleichwohl vergeblichen Versuch ins Hause gegangen, als man schon die Marquise daraus hervortreten, nach dem Tore eilen und sich auf Knien vor den Wagen der Obristin niederstürzen sah. Frau von G. stieg, von ihrem Jäger unterstützt, aus und hob die Marquise nicht ohne einige Bewegungen vom Boden auf. Die Marquise drückte sich von Gefühlen überwältigt tief auf ihre Hand hinab und führte sie, indem ihr die Tränen häufig flossen, ehrfurchtsvoll in die Zimmer ihres Hauses. »Meine teuerste Mutter«, rief sie, nachdem sie ihr den Divan angewiesen hatte und noch vor ihr stehen blieb und sich die Augen trocknete, »welch ein glücklicher Zufall ist es, dem ich ihre mir unschätzbare Erscheinung verdanke.« Frau von G. sagte, indem sie ihre Tochter vertraulich fasste, sie müsse ihr nur sagen, dass sie komme, sie wegen der Härte, mit welcher sie aus dem väterlichen Hause verstoßen worden sei, um Verzeihung zu bitten. »Verzeihung«, fiel ihr die Marquise ins Wort und wollte ihre Hände küssen. Doch diese, indem sie den Handkuss vermied, fuhr fort, denn nicht nur, dass die in den letzten öffentlichen Blättern eingerückte Antwort auf die bewusste Bekanntmachung mir sowohl als dem Vater die Überzeugung von deiner Unschuld gegeben hat, so muss ich dir auch eröffnen, dass er sich selbst schon zu unserem großen und freudigen Erstaunen gestern im Hause gezeigt hat. »Wer hat sich?« fragte die Marquise und setzte sich bei ihrer Mutter nieder. »Welcher er selbst hat sich gezeigt?« Und Erwartung spannte jede ihrer Mienen. »Na, er«, erwiderte Frau von G., »der Verfasser jener Antwort, er persönlich selbst, an welchen dein Aufruf gerichtet war.« »Nun denn«, sagte die Marquise mit unruhig arbeitender Brust, »wer ist es? Und noch einmal, wer ist es?« »Das«, erwiderte Frau von G., »möchte ich dich erraten lassen. Denn denke, dass ich gestern, da wir beim Tee sitzen und eben das sonderbare Zeitungsblatt lesen, ein Mensch von unserer genauesten Bekanntschaft mit Gebärden der Verzweiflung ins Zimmer stürzt und deinem Vater und bald darauf auch mir zu Füßen fällt. Wir, unwissend, was wir davon denken sollen, fordern ihn auf zu reden. Darauf spricht er, sein Gewissen lasse ihm keine Ruhe. Er sei der Schändliche, der die Frau Marquise betrogen. Er müsse wissen, wie man sein Verbrechen beurteile, und wenn Rache über ihn verhängt werden solle, so komme er, um sich ihr selbst darzubieten.« »Aber wer?« versetzte die Marquise. »Wie gesagt«, fuhr Frau von G. fort, »ein junger, sonst wohlerzogener Mensch, dem wir eine solche Nichtswürdigkeit niemals zugetraut hätten. Doch erschrecken wirst du nicht, meine Tochter, wenn du erfährst, dass er von niedrigem Stande und von allen Forderungen, die man sonst an deinen Gemahl machen dürfte, entblößt ist.« »Gleichviel, meine vortreffliche Mutter«, sagte die Marquise, »er kann nicht ganz unwürdig sein, da er sich ihnen früher als mir zu Füßen geworfen hat. Aber wer, sagen Sie mir nur, wer?« »Nun denn«, versetzte die Mutter, »es ist Leopardo, der Jäger, den sich der Vater jüngst aus Tirol verschrieb und den ich, wenn du ihn wahrnahmst, schon mitgebracht habe, um ihn dir als Bräutigam vorzustellen.« »Leopardo, der Jäger?« rief die Marquise und drückte ihre Hand mit dem Ausdruck der Verzweiflung vor die Stirn. »Was erschreckt dich?« fragte die Obristin. »Hast du Gründe daran zu zweifeln?« »Wie? Wo? Wann?« fragte die Marquise verwirrt. »Das«, antwortete jene, »will ich nur dir anvertrauen. Scham und Liebe, meinte er, machten es ihm unmöglich, sich einer anderen hierüber zu erklären als dir. Doch wenn du willst, so öffnen wir das Vorzimmer, wo er mit klopfendem Herzen auf den Ausgang wartet. Und du magst sehen, ob du ihm sein Geheimnis, indessen ich abtrete, entlockst.« »Gott, mein Vater«, rief die Marquise, »ich war einst in der Mittagshitze eingeschlummert und sah ihn von meinem Divan gehen, als ich erwachte.«
und damit legte sie ihre kleinen Hände vor ihr in Scham erglühtes Gesicht. Bei diesen Worten sank die Mutter auf Knien vor ihr nieder. »Oh, meine Tochter«, rief sie, »oh, du Vortreffliche«, und schlug die Arme um sie. »Und oh, ich Nichtswürdige«, und verbarg das Antlitz in ihrem Schoß. Die Marquise fragte bestürzt, »Was ist Ihnen, meine Mutter?« »Denn begreife«, fuhr diese fort, »oh, du reinere als Engel sind, dass von allem, was ich dir sagte, nichts wahr ist, dass meine verderbte Seele an solcher Unschuld nicht, als von der du umstrahlt bist, glauben konnte, und dass ich dieser schändlichen List erst bedurfte, um mich davon zu überzeugen.« »Meine teuerste Mutter«, rief die Marquise und neigte sich voll froher Rührung zu ihr herab und wollte sie aufheben. Jene versetzte darauf, »Nein, eher nicht von deinen Füßen weich ich, bis du mir sagst, ob du mir die Niedrigkeit meines Verhaltens, du herrliche, überirdische, verzeihen kannst.« »Ich ihnen verzeihen, meine Mutter, stehen Sie auf«, rief die Marquise, »ich beschwöre Sie.« »Du hörst«, sagte Frau von G., »ich will wissen, ob du mich noch lieben und so aufrichtig verehren kannst als sonst.« »Meine angebetete Mutter«, rief die Marquise und legte sich gleichfalls auf Knien vor ihr nieder, »Ehrfurcht und Liebe sind nie aus meinem Herzen gewichen. Wer konnte mir unter so unerhörten Umständen Vertrauen schenken? Wie glücklich bin ich, dass Sie von meiner Unsträflichkeit überzeugt sind.« »Nun denn«, versetzte Frau von G., indem sie von ihrer Tochter unterstützt aufstand, »so will ich dich auf Händen tragen, mein liebes Kind. Du sollst bei mir dein Wochenlager halten und wären die Verhältnisse so, dass ich einen jungen Fürsten von dir erwartete, mit größerer Zärtlichkeit nicht und Würdigkeit könnt ich dein pflegen. Die Tage meines Lebens nicht mehr von deiner Seite weich ich. Ich biete der ganzen Welt Treuz. Ich will keine andere Ehre mehr als deine Schande. Wenn du mir nur wieder gut wirst und der Härte nicht, mit welcher ich dich verstieß, mehr gedenkst.« Die Marquise suchte sie mit Liebkosungen und Beschwörungen ohne Ende zu trösten, doch der Abend kam heran und Mitternacht schlug, ehe es ihr gelang. Am folgenden Tage, da sich der Affekt der alten Dame, der ihr während der Nacht eine Fieberhitze zugezogen hatte, ein wenig gelegt hatte, fuhren Mutter und Tochter und Enkel wie im Triumph wieder nach M zurück. Sie waren äußerst vergnügt auf der Reise, scherzten über Leopardo, den Jäger, der vorn auf dem Bock saß, und die Mutter sagte zur Marquise, sie bemerke, dass sie rot würde, so oft sie seinen breiten Rücken ansehe. Die Marquise antwortete mit einer Regung, die halb ein Seufzer, halb ein Lächeln war, wer weiß, wer zuletzt noch am 3.11 Uhr morgens bei uns erscheint. Drauf, je mehr man sich M näherte, je ernsthafter stimmten sich wieder die Gemüter in der Vorahndung entscheidender Auftritte, die ihnen noch bevorstanden. Frau von G., die sich von ihren Plänen nichts merken ließ, führte ihre Tochter, da sie vor dem Hause ausgestiegen waren, wieder in ihre alten Zimmer ein, sagte, sie möchte es sich nur bequem machen, sie würde gleich wieder bei ihr sein, und schlüpfte ab. Nach einer Stunde kam sie mit einem ganz erhitzten Gesicht wieder. »Nein, also solch ein Thomas«, sprach sie mit heimlich vergnügter Seele, »solch ein ungläubiger Thomas. Hab ich nicht eine Seigerstunde gebraucht, um ihn zu überzeugen, aber nun sitzt er und weint.« »Wer?«, fragte die Marquise. »Er«, antwortete die Mutter, »wer sonst als wer die größte Ursache dazu hat?« »Der Vater doch nicht«, rief die Marquise, »wie ein Kind«, erwiderte die Mutter, »dass ich, wenn ich mir nicht selbst hätte die Tränen aus den Augen wischen müssen, gelacht hätte, so wie ich nur aus der Türe heraus war.« »Und das wegen meiner?«, fragte die Marquise und stand auf. »Und ich sollte hier nicht von der Stelle«, sagte Frau von G. »Warum diktierte er mir den Brief? Hier sucht er dich auf, wenn er mich, solange ich lebe, wiederfinden will.« »Meine teuerste Mutter«, flehte die Marquise, »unerbittlich«, fiel ihr die Obristin ins Wort, »warum griff er nach der Pistole?« »Aber ich beschwöre Sie, du sollst nicht«, versetzte Frau von G., indem sie die Tochter wieder auf ihren Sessel niederdrückte, »und wenn er nicht heute vor Abend noch kommt, zieh ich morgen mit dir weiter.« Die Marquise nannte dies Verfahren hart und ungerecht, doch die Mutter erwiderte, »beruhige dich«, denn eben hörte sie jemand von Weitem heranschluchzen, »er kömmt schon.« »Wo?«, fragte die Marquise und horchte, »ist wer hier draußen vor der Tür, dies heftige?« »Allerdings«, versetzte Frau von G., »er will, dass wir ihm die Türe öffnen.« »Lassen Sie mich«, rief die Marquise und riss sich vom Stuhl empor. »Doch wenn du mir gut bist, Julietta«, versetzte die Obristin, »so bleib.« Und in dem Augenblick trat auch der Kommandant schon, das Tuch vor das Gesicht haltend, ein. Die Mutter stellte sich breit vor ihre Tochter und kehrte ihm den Rücken zu.
Mein teuerster Vater, rief die Marquise und streckte ihre Arme nach ihm aus. Nicht von der Stelle, sagte Frau von G. Du hörst. Der Kommandant stand in der Stube und weinte. Er soll dir abbitten, fuhr Frau von G. fort. Warum ist er so heftig und warum ist er so hartnäckig? Ich liebe ihn, aber dich auch. Ich ehre ihn, aber dich auch. Und muss ich eine Wahl treffen, so bist du vortrefflicher als er und ich bleibe bei dir. Der Kommandant beugte sich ganz krumm und heulte, dass die Wände erschallten. Aber mein Gott, rief die Marquise, gab der Mutter plötzlich nach und nahm ihr Tuch, ihre eigenen Tränen fließen zu lassen. Frau von G. sagte, er kann nur nicht sprechen und wich ein wenig zur Seite aus. Hierauf erhob sich die Marquise, umarmte den Kommandanten und bat ihn, sich zu beruhigen. Sie weinte selbst heftig. Sie fragte ihn, ob er sich nicht setzen wolle. Sie schob ihm einen Sessel hin, damit er sich darauf setze, doch er antwortete nicht. Er war nicht von der Stelle zu bringen. Er setzte sich auch nicht und stand bloß, das Gesicht tief zur Erde gebeugt, und weinte. Die Marquise sagte, indem sie ihn aufrecht hielt, halb zur Mutter gewandt, er werde krank werden. Die Mutter selbst schien, da er sich ganz konvulsivisch gebärdete, ihre Standhaftigkeit verlieren zu wollen. Doch da der Kommandant sich endlich auf die wiederholten Anforderungen der Tochter niedergesetzt hatte und diese ihm mit unendlichen Liebkosungen zu Füßen gesunken war, so nahm sie wieder das Wort, sagte, es geschehe ihm ganz recht, er werde nun wohl zur Vernunft kommen, entfernte sich aus dem Zimmer und ließ sie allein. Sobald sie draußen war, wischte sie sich selbst die Tränen ab, dachte, ob ihm die heftige Erschütterung, in welche sie ihn versetzt hatte, nicht doch gefährlich sein könnte und ob es wohl ratsam sei, einen Arzt rufen zu lassen. Sie kochte ihm für den Abend alles, was sie nur Stärkendes und Beruhigendes auftreiben wusste, in der Küche zusammen, bereitete und wärmte ihm das Bett, um ihn sogleich hineinzulegen, sobald er nur an der Hand der Tochter erscheinen würde, und schlich, da er immer noch nicht kam und schon die Abendtafel gedeckt war, dem Zimmer der Marquise zu, um doch zu hören, was sich zutrage.